Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Ich bin froh, das zu hören, denn ich brauche eure Hilfe. Seht ihr, ich habe etwas Kostbares verloren. Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Möge Arkais Segen mit euch sein. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden vermisse. Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. Wandelt stets im Licht in diesen Tagen der Dunkelheit.
Willkommen, Kind. Danke. Der Schmerz lässt bereits nach. Ein wenig, ja. Zuerst schien das alles weit weg zu sein. Man hörte nur Wachen und Kaufleute darüber reden. Dann kamen die ersten verwundeten Soldaten aus der Schlacht zurück und ich tat, was in meiner Macht stand, um ihnen zu helfen. Als immer mehr Kranke und Verwundete im Tempel eintrafen, wurde meine Arbeit als Heilerin wichtiger als meine Pflichten als Priesterin. Ich wünschte, die Kämpfe würden aufhören, damit ich mich wieder um den Tempel kümmern kann. So ist es. Der Tempel hier in dieser Stadt untersteht meiner Obhut. Der himmlische Segen der Göttin hat zweifellos dazu beigetragen, aus Weißlauf eine blühende, wohlhabende Stadt zu machen. Schließlich ist sie es, die unserer Saat Regen schenkt und an Erntetagen für gutes Wetter sorgt. Der Gülden-Grünbaum, ja, ist nicht gerade eine Wohltat für die Augen. Das ist für die Pilger ein größeres Problem als für mich. Aber von denen verirren sich eh nicht mehr viele her. Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Ahnenschimmer ist älter als Metall. Er stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Menschen oder Elfen gab. Um ihm etwas anhaben zu können, müsst ihr euch der alten Magie bedienen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Ja, bitte? Ja, bitte? Lasst eure Hände in euren eigenen Taschen, diebische Schlange!